So, wieder da, pünktlich sogar. Wir gehen rein. Erstmal muss ich umschalten, nicht vergessen. Wo ist Bild? Wo ist Bild? Das Bild. Okay. Das wird, glaube ich, jetzt die schwierigste Stunde meines ganzen RP-Lebens. Und da war das Spiel weg. Wie im TS drinne? Ach, bin ich. Keine Ahnung, was schreibe ich da jetzt? Es ist noch am Arbeiten.
Ja, Ronny ist traurig. Weil er weiß, was jetzt bevorsteht. Ich habe schon extra einen Cappuccino im Großen gemacht mit Amaretto drinne, damit ich das ertrage. Was gleich kommt. Bin gespannt. Muss ich aufpassen, hier hat sich letztens einen Unfall. Vorne an der Ecke. Ich fahre jetzt einfach noch ein bisschen rum. Ich weiß ja nicht, wie lange sie noch arbeitet. Sie hatte zwar gemeint 21 Uhr, aber die Zeit ist halt auch immer viel los. Kann sein, dass sie da jetzt eingebunden ist. Fahren wir halt noch ein bisschen rum. Machen wir nur Inselrundfahrt. Geht's denn hier eigentlich hoch? Ist doch schon mal lang gefahren? Kommt man da hin? Ja. Ich habe jetzt Feierabend. Willst du dich irgendwo spezifisch treffen? Na, ich hätte gedacht, dass wir in unserem alten Haus uns treffen. Oder? Im Haus oder Ja, am Haus? oder Um. vorm Haus, egal, ja, dort halt. Dann treffen wir uns oben auf der Terrasse. Okay. Bis gleich, bin gleich Alles da. klar, ich verabschiede mich noch hier und dann komme ich auch sofort her. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Oh Gott. Oh Gott. Kann man hier drehen? Ich muss gucken, wo das war. Ich bin ein Noob. Was war da hinten? Okay. Noch schnell Trick, einen Schluck trinken. Bleib stehen. Ich habe sowas überhaupt noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Ich bin gespannt, was sie erzählt. Darauf muss ich halt meine RP jetzt mal ausrichten, was sie sagt. Warum und weshalb und mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Wir sind ja schon nicht mehr zusammen. Von daher, was soll noch passieren? Dass wir gar nicht mehr miteinander reden. Aber Bommel ist ja nicht streitsüchtig oder so. Also, er gibt danach, sagt halt, okay, alles klar. Gut. Dann ist es so. Wenn hier einer zackig entgegenkommt, das geht aber auch böse aus.
Oh Gott, da fährt sie gerade. Hallo. Hi. Um nicht so blöd auf der Straße stehen. Wir gehen noch eben nach oben, oder nicht? Okay. Okay. Ich fange mal an, gell? Ja. Ich habe heute, wo ich deine Nachricht gelesen habe, habe ich schon geahnt, was kommt. Dann habe ich im Wienet-Profil gesehen, dass ich Single bin. Und damit war ja alles klar eigentlich. Nur, ich verstehe es halt nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe dank dir jetzt die Zielscheibe der Mafia auf dem Rücken. Wieso dank mir? Ich weiß nicht, was dein Mittelsmann dir erzählt hat, aber mir hat er Ja. gedroht und als ich dahin gefahren bin, hatte ich die Wahl, entweder Ricky zu verraten oder mein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Ich war zeitweise am Überlegen, mein eigenes Leben dafür aufs Spiel zu setzen, weil ich niemanden so in den Rücken fallen wollte. Ich habe Rickys Nummer weitergegeben. Damit war ich aus dem Schneider. Allerdings bin ich weiterhin unter Beobachtung, genauso wie vorher auch. Und er hat Das. mir sehr deutlich gemacht, dass ich auf mein Leben Acht geben soll und mir unterschwellig sehr stark gedroht. Ich habe tatsächlich gestern Abend auch mit ihm telefoniert, weil er mich angerufen hat. Er meinte, das Gespräch war okay. Du brauchst keine Angst haben, hat er Aha, gesagt. das sind zwei verschiedene Geschichten. Und er hat zu mir gesagt, er hat dir wohl zwei Möglichkeiten gelassen. Einmal, dass du entweder ihn zu Ricky bringst, ihr euch trefft und er dabei ist, oder Nee, aber, falsch. dass du die Das Telefonnummer ich. gibst. Nee, er hat mir zwei Wahlen gegeben. Er hat mir zwei Optionen gegeben. So. Die erste, dass ich Ricky zum Leuchtturm locke, er sie dort erschießt und ich dann einfach nicht da bin. Dann wäre das Letzte, was Ricky gewusst hätte, dass ich sie angerufen habe dahin und dann wäre sie gestorben. Und Option B, ich habe keine Ahnung, was Option B war. Auf jeden Fall irgendwas, dass ich Ricky nicht mehr sehen darf, dass ich mit ihr keinen Kontakt mehr halten darf, dass ich mich von ihr fernhalten soll. Ja. Wo ich überhaupt nicht verstanden habe, was das jetzt für einen Sinn hat. Verstehe ich auch nicht tatsächlich, aber Genau, das waren die beiden Optionen. Und okay. das, was du mir im Auto erzählt hast, von wegen, dass Ricky scheinbar irgendwas erzählt hat, hat er mir auch nicht erzählt. Okay. Er hat mir erzählt, dass ich nur in das Ganze reingeraten bin und dass die mich nur beschattet haben, weil ich mich mit Ricky getroffen hatte, als sie sich von Richmond getrennt hatte. Ja. Und da hatten wir halt eine Stunde miteinander gequatscht und deswegen hatten die halt einfach ein Auge auf mich. Ansonsten wäre nie was gewesen. Und du hast gestern einfach, vorgestern, warte, du hast vorgestern einfach, ohne vorher mit mir zu reden, mit der Mafia Geschäfte gemacht über mein Leben, über Sachen, die ich einfach alleine hätte klären müssen, wo du einfach gar nichts mit zu tun hattest.
Du hast dich einfach von einer fremden Person labern lassen, die auf der einen Seite A erzählt, auf der anderen Seite B erzählt und der mehr geglaubt. Du hast ja geglaubt, dass da irgendeine Scheiße stattfindet. Ja. Mir ist bewusst, dass du mich beschützen wolltest, aber nicht so. Also ich Ich hätte bin den dir dankbar, ganzen. dass du mich schützen wolltest, wirklich, aber du hast, so wie ich es jetzt mitbekommen hast, mit ihm verhandelt darüber. Du hast gesagt, du würdest dein Leben dafür geben, dass ich keinen Dreck am Stecken habe. Dafür bin ich dir dankbar, weil ich habe keinen Dreck am Stecken. Aber du hast dann auch gesagt, ich mache will irgendwas mit, wir machen ein Meeting oder ein Termin ab, ein Treffen ab, dass du noch mal mit ihr reden kannst, also mit mir. Ja, das Der stimmt. Müsselsmann. Ja, aber das hätte gar nicht sein müssen. Warum machst du sowas ab, ohne das vorher mit mir zu besprechen? Warum kommst du nicht vorher zu mir, ob ich da bin oder nicht? Warum sagst du nicht einfach, ey, das ist schön und gut, ich kann dir sagen, du, das ist, der wird nicht sein, aber gut ist und alles andere musst du mit ihr selber klären. Warum sprichst du in meinem Namen und machst Termine ab, die jetzt für mich mein Leben kosten können? Ich hätte gestern mein Leben lassen können, weil ich mich mit ihm getroffen habe. Deswegen wollte ich auch dabei sein. Meinst du, das hätte was geändert? Dann hätte er dich bedroht. Ja, dann hätte er mich bedroht. Ja, super, dann hätte ich da gestanden und müsste zwischen dir und Ricky entscheiden. Ja, dann Und hätte du sie sich weißt ganz genau, für dann hätte sie ich gestern entschieden. nicht. Nee, dann hätte ich gestern gesagt, dann nehme ich lieber mein Leben als das von zwei lieben Menschen. Okay. Die Sache ist halt, ich hätte den ganz gar nicht so viel Glauben geschenkt, wenn ich die zweite Meinung nicht gehabt hätte von Alex. Und der hat mir das ja auch bestätigt. Und Dass ich Alex kenne beschattet ich halt. werde. Nein, der hat mir Ja. die Geschichte mit Ricky erzählt und der Mafia. Ja, aber dass Ricky da ist, habe ich verstanden. Dass Ricky da Scheiß am Stecken hat, alles gut, glaube ich sofort. Die hat Scheiße gebaut, die hat mit Richmond Scheiße gebaut, alles gut, will ich niemandem abstreiten. Aber dass ich da mit irgendwelchen Waffen Okay, was zu das tun macht habe, das Sinn. hat er mir auch nie Das gesagt. macht Sinn. Die haben einfach nur ein Auge auf mich gehabt. Dann hat er mir was ganz anderes erzählt als dir. Richtig. Deswegen war ich gestern so stinksauer, weil einfach über meinen Kopf hinweg irgendwas entschieden worden ist. Ich in einer Situation bin, wo ich jetzt eine Zielscheibe auf dem Rücken habe. Ich bin da weggefahren und ich bin davon ausgegangen, dass er mir hinterherfährt und mir die Reifen zerschießt und ich in irgendeinem Graben lande. Ja, gut, ich verstehe das jetzt. Dann macht das Sinn. Und du kannst nicht von mir verlangen, dass wenn du mir so kryptische Nachrichten schreibst, wie bitte red mit niemandem, bitte schreib mit niemandem, es geht um dein Leben. Es hätte alles sein können, Ronny. Ich habe erst gedacht, dass du mit Luna gesprochen hast, Luna irgendwas erzählt hat, was vielleicht nicht, was ich ihr geschrieben habe, wo ich ja in letzter Zeit mit ihr drüber gesprochen habe und dass du deswegen mit mir alleine reden wolltest, ich nicht vorher mit Luna rede oder sonstiges. Ich habe mir halt Gedanken gemacht, dass es halt irgendwas anderes ist, weil ich ja nicht wusste, worum es geht. Ich habe sogar zeitweise gedacht, dass du vielleicht geplant hast, mir einen Antrag zu machen, weil und du möchtest nicht, dass sich irgendjemand verplappert und deswegen möchtest du mich direkt abfangen. Deswegen habe ich erst mit Luna telefoniert. War vielleicht nicht richtig in dem Moment, aber Ja, ist okay. ich wusste nicht, wohin. Ich hatte die letzten Naja. Tage schon so viel im Kopf und es ist so viel noch passiert, dann was du auch nicht weißt und dann sind das so Sachen. Dann kommt so eine Nachricht, ich war einfach überfordert und dann ist das wie so eine halbe Entführung. Du sagst, ich soll einsteigen, ich darf meine liebsten Menschen um mich rum nicht mitnehmen. Luna und Jax ist für mich eine Familie geworden. Und dann schnauzt du mich so an im Auto und ich bin gerade aufgestanden und ich bin gar nicht in dieser Situation drin gewesen und das war halt wirklich alles zu viel. Ja. Es war für mich auch, also ich will mich nicht entschuldigen dafür jetzt, aber es war für mich halt auch sehr emotional, verstehst du? Ich hatte extreme Angst um dich. Und ich wollte, dass ja eben nichts passiert. Und vielleicht habe ich da zu emotional reagiert und alles und überreagiert. Keine Ahnung. Ich habe noch nie mit der Mafia zu tun gehabt. Und ich habe halt da schon extreme Angst gehabt um dich. Und deswegen wollte ich eben, dass nichts passiert und habe gedacht, weil du ja auch den einen Tag nicht da warst, okay, er hat mich ja angesprochen. Ich bin ja nicht auf ihn zugegangen oder auf irgendjemand. Und ich habe halt, ja, gedacht, das ist das Richtige, was ich tue.
über meinen Kopf hinweg entscheiden, was Entscheidungen treffen und Naja. dann da, Ronny, du hast mir keine Möglichkeit gegeben, anders zu entscheiden. Und das finde ich ganz schrecklich. Ich hatte keine Wahl, außer aufzustehen und eigentlich dich anzurufen, mich in dein Auto zu setzen und du hättest mich zu einer Mafia gefahren, zu irgendjemanden von irgendwem, der irgendwie irgendwo arbeitet, den ich nicht kenne, dem ich nicht vertraue und dem ich auch nie in meinem Leben vertrauen werde, weil der so eine Scheiße erzählt. Was? Und ich hatte heute schon mein Gespräch mit Klaas, weil ich mich da auch entschuldigen musste, weil ich gestern halt wirklich auf 180 war und Klaas auch ein bisschen was abbekommen hat. Klaas und ich hatten auch über die ganze Situation geredet und Klaas meinte, der Typ, der auf dich zugekommen ist, war jemand, den du bei der Einreise getroffen hast und dann vielleicht zwei, dreimal gesehen hast. Das war niemand, dem man Ja. vertrauen kann dadurch. Natürlich habe ich dir nicht getraut, aber er Aber hat mir dann dies. verhandelst du mit dem einen Termin, wo ich Ich mich habe. mit denen treffen soll, wo du weißt, dass die hinter mir her sind, beziehungsweise wo du davon ausgehst, dass die hinter mir her sind. Ich würde doch niemals einen Menschen zu den Leuten bringen wollen oder mit denen einen Termin machen wollen, dass die dann mit mir über etwas reden. Die hätten mich auch einfach K.O. hauen können, mich einstecken können, mich foltern können und dann versuchen können, an irgendwelche Informationen zu kommen, die ich nicht habe. Ja, das wollte ich vermeiden. Aber das war genau dadurch ja viel schlimmer. Ja, aber die ist ja nichts passiert Weil jetzt, der. oder? Naja, also der. Wie gesagt, er hat mir halt schon deutlich gemacht, dass ich vorsichtig sein soll in nächster Zeit. Also, Und er hat dann mir am erfahre ich Telefon. über Kalea von Klaas, dass der jetzt im Urlaub ist. Warum musste ich denn jetzt unbedingt mit dem quatschen? Wenn der eh im Urlaub ist, wäre doch alles scheißegal gewesen. Es hätte ihn dann doch eh keinen Nee, nee. interessiert. Der hat mich am späteren Abend, wo ich mit Klaas geredet habe, wo du vorbeigefahren bist zweimal, hat er mich nochmal angerufen und er hat gemeint, dass wohl Ricky eine Lektion erteilt bekommen hat und er jetzt Weiß weg ich. muss. Wir haben Ricky dann ins Krankenhaus gefahren. Mir hat das auch leid getan mit Ricky, aber was will ich da noch? Da konnte ich gar nichts machen. Weil Nee, da brauchst du dir auch keine Vorwürfe machen. sie. Ich habe ihr die, ich hab ihm die Nummer gegeben. Ricky wurde wegen mir zusammengeschlagen mit einem Baseballschläger. Die hat wegen mir ihr Gedächtnis verloren. Ja, gut. Ich hätte die Nummer nicht weitergeben müssen. Ich hätte auch einfach sagen können, ja, okay, dann nimm mein Leben anstatt ihres. Aber ich hänge an meinem Leben. Ja, da habe ich. Ja. Habe ich wieder mal Scheiße gebaut. Ich wusste, dass es wieder so kommt, dass ich wieder an allen schuld bin. Meine Intention war ja nicht irgendwie Scheiße zu bauen, sondern ich wollte einfach dich aus der Schusslinie nehmen. Ich wollte, dass dir nichts passiert. Das war meine Intention dabei. Ich wollte nicht, dass das irgendwie. Die Intention ist ja auch was Gutes, aber es ist einfach so schlecht, ja nicht schlecht umgesetzt, aber es ist so falsch umgesetzt worden. Ja, ich war noch nie in so einer Situation. Ich habe noch nie mit der Waffe zu tun gehabt oder mit irgendjemandem. Ich auch nicht. Und deswegen, ich hatte halt Und extreme trotzdem Angst hast du und war mich da jetzt so unter. reingezogen. Ja, das tut mir leid. Das kann ich leider jetzt auch nicht rückgängig machen, aber. Und ich weiß, das war die zweite Chance und deswegen verstehe ich deine Reaktion jetzt auch, klar. Ist nachvollziehbar. Ich werde es auch akzeptieren. Ich bin erwachsen. Ich hatte die Tage davor schon mit Luna gesprochen, dass du bist mir unfassbar ans Herz gewachsen. Und du bist auch genauso wie Luna und Jack eine Person für mich in meinem Leben und auch Klaas, die ich in meinem Leben haben möchte und wo es mir wehtun würde, wenn sie nicht in meinem Leben ist. Aber du hast dich in den letzten Tagen extremst verändert, habe ich das Gefühl. Du. Ich habe das Gefühl, du nimmst so die Charakterzüge von Kai
am Anfang ein: Du hast mir das Auto bezahlt, ich bin dir da dankbar für, aber ich möchte dir das Geld wiedergeben und dann Aua, kriege ich oh, Ärger oder ich aua. werde angemault dafür, dass ich dir das Geld wiedergeben möchte. Ich hab dich nicht Ich, angemault. na doch, du hast mir schon klar gesagt, dass Geld dir nicht wichtig ist und dass ich es doch bitte lassen soll und dass ich es doch jetzt einfach akzeptieren soll. Ich darf dir das Geld nicht für die Miete geben. Natürlich, das habe ich nie abgestritten. Ich werde jedes Mal angemault deswegen, Ronny, und da habe ich keinen Bock drauf. Du hast mir die Ja. 3000 Dollar zurückgegeben für, ja, ich glaube, Oscar war das, wo ich klipp und klar gesagt habe, ich habe das aus freien Stücken selbst entschieden, das so zu machen. Und das ist so schlimm jetzt. Also Das wenn du sind das vor ein paar Tagen alles, schon so gedacht das hast, dann ist es ja jetzt sind nicht alles ganz Sachen, neu. die sich immer mehr läppern. Und ich habe mit Luna da lange Okay. drüber gesprochen, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ich habe dich unfassbar gern. Aber halt nicht auf die Ebene, dass man sagen kann, Okay. es reicht noch für eine Beziehung. Okay. Ich habe tatsächlich bei dir, habe ich jetzt in den letzten Tagen das nicht so gemerkt, aber bei Luna habe ich es gemerkt. Sie hat sich extrem mir gegenüber anders verhalten. Gerade gestern vor allen Dingen. Auch Jack. Aber ist okay. Damit kann ich leben. Ich glaube einfach, Luna und Jack haben gestern versucht, mir einfach den Rücken zu stärken und versucht dann nicht auf beiden Seiten irgendwie zwischen den Stühlen zu stehen. Und dann waren sie halt auf meiner Seite, weshalb ich gestern auch gesagt habe, ich kann Klaas nicht auf meine Seite holen, beziehungsweise Klaas nicht anrufen, was ich ja sonst eigentlich immer mache, weil ich gedacht habe, dass du Klaas vielleicht zum Reden brauchst. Naja. Die Vierer-Konstellation, die wir haben, ich finde die unfassbar schön. Ich verbringe mit euch dreien unfassbar viel, gerne viel Zeit, auch mit dir alleine. Aber ich kann das nicht mehr in dem Ausmaße, wie es war. Okay. Ich habe mir das schon gedacht, aber jetzt, wo ich es höre, ist es halt noch mal härter. Ich habe gedacht, ich mache alles richtig am Wochenende, aber naja, gut. Okay. Ich würde die Wohnung kündigen, Ja. weil ich bleibe hier nicht. Ich auch nicht. Und würde ich vorschlagen, dass du deine Sachen rausholst. Die Sachen im Kühlschrank, die kannst du haben, weil ich habe ein paar Sachen schon rausgenommen für mich. Oder lässt sie drinnen, wie auch immer. Ich glaube, ich würde sie tatsächlich drinnen lassen, dann sind meine Taschen wieder voll. Okay, dann musst du deine Lampen noch abnehmen. Aber die Nein, muss das ja sind nicht. deine, Ronny. Ronny, das sind deine. Genauso wie ich nicht weiß, wie ich jetzt mit dem Auto weitermachen soll. Ich würde dir das Geld gerne dafür wiedergeben. dann gibst du mir das Geld halt. Wenn dir das Okay, so wichtig ist, gibst du mir halt das Geld. Wenn du jetzt nicht alles mach hast, ich. machst du es halt nach und nach, wie du Ja, willst. das dauert ein bisschen. Naja, dann dauert es halt ein bisschen. Wie du halt Geld hast, gibst du es mir dann halt. Okay. Aber die Lampen Und gehören dir. naja, okay. Ist egal. Ah, ich muss die abbauen, ne? Weil ich die festgemacht habe. Ja. Okay, ich fange schon mal an. Und ich würde dir dann auch die Schlüssel alle zurückgeben, was ich von dir habe. Das Autoschlüssel und ist, glaube ich, der Und einzigste ich habe Schlüssel, ja den auch ich von dir habe, oder? deine Schlüssel. Ich habe auch die vom Fahrrad. Willst du die auch beide wieder haben? Ich würde die sowieso verkaufen dann. Ist egal. Kann man die verkaufen? Ja.
Warte. Das müsste noch deiner sein. Du müsstest, glaube ich, einen Chivalric haben, einen Karakara. Und So. die zwei Fahrräder, genau, ja. Ich Okay. habe jetzt nur noch zwei Schlüssel an meinem Schlüsselbund und das ist mein Fahrrad und mein Tailgater. Okay. Ja. Ja, gut. Wenn du die Wohnung kündigst, ist mein Schlüssel dann automatisch weg vom Haus? Ja, ich glaube, ja. Okay. Ja. Dann. Einmal die Lichter abbauen. Boah, ist das übel. Oh mein Gott. Okay, das macht Ja, Sinn, du was sie kannst die sagt. tatsächlich einsammeln. Ich mache die lose. Ich sammle die anderen dann auch ein. Dass wir das ein bisschen aufteilen. Einmal die Grünen. Und die Lilanen. Du müsstest jetzt drei von jeder haben. Muss ich mal gucken. Dreimal grün, dreimal lila, ja. Perfekt. Okay. Ja, dann musst du noch deine Klamotten holen, oder? Ja. Alter. Aber das macht alles Sinn, was sie jetzt so sagt. Wenn das wirklich stimmt und der Typ hat ihr teilweise was anderes erzählt. Ja, das verstehe ich schon. Klar, das macht Sinn. Aber gestern gab es für mich halt nicht den Sinn dazu, ja? Weil ich habe halt echt gedacht, er erzählt das Gleiche, wie er mir erzählt hat. Und das wäre halt so gut gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre. Dann hätte man das nochmal ansprechen. Aber das ist halt, naja, gut. Steckt halt nicht drin. Sie wollte allein hinfahren. Ah, okay. Ja, jetzt sind wir der Friendzone. So sieht's aus.
Oh mein Gott. Muss ich jetzt noch mal rein? Aber man muss auch dazu sagen, klar, auch wenn das jetzt anders gelaufen ist und so und ich in ihren Augen halt auch Scheiße gebaut habe, Ricky hat halt jetzt hier erreicht, ja. Wir sind auseinander. Das hat sie geschafft, egal wie. Auch wenn sie den Baseball über den Schädel gekriegt hat, sie hat es geschafft, dass wir auseinander sind. Chapeau. Hast du alles? Hast du alles raus? Ja. Okay. Okay, ich weiß nicht, was man jetzt noch sagen soll. Ich kenne die Ich auch Situation nicht. nicht. Es war trotzdem eine unfassbar schöne Zeit mit dir. Werde ich nie vergessen in meinem Ja. Leben. Es waren tolle 18 Tage. Ja. Viel Spaß gehabt, viel gelacht. Ja, nun ist vorbei. Wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und nur wenn das für dich okay ist. Wie gesagt, du bist auch Teil meiner Familie und kann verstehen, wenn du jetzt sagst, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Du kennst meine Gefühle Und für du dich. brauchst Zeit für dich, ist auch in Ordnung. Aber Die werde ich vielleicht, brauchen, aber. wenn wir irgendwann normal über alles reden und irgendwann drüber lachen. Lachen. Weiß nicht, ob ich da lachen kann. Aber Du weißt, wie ich es meine. ja. Ist halt schwierig, weil ich kann die Gefühle halt nicht abstellen. Du kennst, wie ich über dich denke. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir uns in Anführungsstrichen dann normal mal wieder begegnen, wie das für mich ist, wie ich damit umgehe. Deswegen kann ich da Also jetzt noch nichts zu sagen. soll ich mich von dir fernhalten? Ich habe tatsächlich vor, jetzt sowieso vielleicht noch heute Abend zum Flughafen zu fahren. Von daher. Aber willst du wiederkommen? Das weiß ich noch nicht. Ich werde keinen Ausreiseantrag stellen, aber ich weiß nicht, wie lange ich wegbleibe. Ich muss meinen Kopf vielleicht freikriegen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich nicht wiederkommen. Weil ich weiß nicht, wie das Leben hier weitergehen soll, wenn ich dich vielleicht jeden zweiten Du Tag hattest doch vorher auch ein Leben sehe. ohne mich. Das war aber ein komplett anderes Leben. Das war ein Leben ohne dich. Ja, es war ruhiger. Es war langweiliger.
Es war humorloser. Es war einfach ein anderes Leben. Und ich weiß nicht, wie ich zu diesem Leben zurückkehren soll. Du musst nicht zu dem alten Leben zurück. Du kannst neu anfangen und einfach neue Leute kennenlernen. Du kannst auch so weitermachen wie vorher. Das liegt alles bei dir. Ja, ich weiß. Es wird, ja, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich fände es schön, wenn du nicht ausreist, aber ich kann es auch verstehen. Und ich finde es schade, wenn wir uns gar nicht mehr sehen, aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn du das nicht mehr möchtest. Ich will dich jeden Tag sehen, aber ich weiß nicht, wie ich dann mit dir umgehen kann. Ob ich das akzeptiere, so als, ja, Best Friends oder so. Ob ich die Gefühle so abstellen kann einfach, weiß ich nicht. Das kann die Zeit zeigen, ja. Aber ich will dir halt nicht, auf Deutsch gesagt, auf die Nüsse gehen damit, verstehst du? Ich will, deswegen wird es schwierig, also, zum Beispiel, wenn wir vielleicht telefonieren oder SMS schreiben oder uns sehen, das einfach abzuschalten, weiß ich nicht, ob ich das kann. Und wenn ich das nicht kann, dann macht mich das kaputt. Irgendwann. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht besser, wenn ich erstmal wegfliege. Und wenn ich der Meinung bin, das ist okay für mich, eventuell wiederkommen. Oder halt nicht. Oder was halt nicht. Oder du kommst nicht wieder, so wie du es davor gesagt hast. Das weiß ich eben nicht, wie die Zeit meinen Kopf reinigen kann und mein Herz. Weil ich weiß, es wird nie wieder so werden, wie es mal war. Aber nun ist es so. Muss ich akzeptieren und damit leben. Und ich weiß nicht, ob ich hier damit leben kann. Du weißt, die Stadt ist eigentlich groß, aber eigentlich sehr klein. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich zum Beispiel einen Unfall habe. Oder ins MD muss und du bist da. Wir werden uns sicher öfter sehen, wenn ich hier bleibe. Was, Nur ein MD wäre ich einfach deine Ärztin. Bist du schon befördert? Nein. Ich habe ja die letzten Tage nicht gearbeitet. Hm. Ist halt. Ich brauchte bloß ins Gesicht schauen da. Und auch wenn du meine Ärztin bist, bleibst du meine Sternschnuppe. Und ich weiß nicht, wann ich das wieder wegbekomme. Irgendwann wird es gehen. Es wird nicht für immer da sein. Okay.
Ich werde jetzt, glaube ich, fahren müssen. Okay. War vorsichtig. Möchtest du noch mal eine Umarmung? War bitte vorsichtig. München, danke nochmal für den Raid. Ja. Ich konnte gerade nicht sprechen, weil das war halt voll drin, ja. Alter, das ist so schlimm, sowas zu spielen, ja. Unfassbar. Unfassbar, Alter. Hi Teddy, grüße erstmal, ja. Das ist so unfassbar schwer zu spielen, gell? Das geht mir selber nahe, gell, wenn ich sowas RP tue. Das ist unfassbar. Wie man das selbst mitfiebert, gell, mit Bommel und so und wie sie reagiert und alles. Oh, das war richtig schwierig, Alter. Ich kann sowas halt auch nicht so. So ein Herzschmerz und oh, so Trennungs-RP und oh. Ich überlege jetzt, was ich mache, gell? Ich überlege echt, was ich mache. Heute haben wir Montag, ja. Wow. Unfassbar. Boah. Gott. Okay. Heute haben wir Montag. Sonntag bin ich sowieso nicht da. Sonntag und Montag bin ich nicht da nächste Woche. Es sind halt noch ein paar Tage hin, ja. Ja, ich sag mal so, pass auf, ich stelle mich mal kurz an die Seite, kann ich das kurz erklären? Weil du hast nicht alles mitbekommen, ja, glaube ich, München. Sie hat mir das erklärt aus ihrer Sicht, wie das war. Und der von der Yakuza, der hat mir andere oder teilweise andere Sachen erzählt als ihr. Der hat es zum Beispiel nicht erwähnt, dass Ricky erzählt hätte bei den Russen, dass sie irgendwas mit den Waffen zu tun hat, die Luna, dass da irgendwas weggekommen ist. Das hat er ihr gar nicht gedroppt. Ja, und das hat er mir ja gesagt. Und dann hat er auch anders erzählt, diese Wahl, die ja Luna gestellt hat, entweder sie trifft sich mit Ricky und er ist dann dabei und kann sie abknallen, oder aber er gibt ihr die Telefonnummer, ja. Und warte mal, kurz hier dran. Ja, check. Bonnie? Ja. Was hast du vor? Ich bin gerade am Überlegen. Ich brauche freien Kopf. Ja, aber freien Kopf, deswegen reist man doch nicht gleich aus. Dann macht man halt einfach mal eine Woche Urlaub oder so. Ja, ich weiß nicht, wo das jetzt wieder herkommt. Ich hatte ihr nur gesagt, dass ich auf jeden Fall zum Flughafen fahre und Urlaub machen will oder wegfliegen will. Nicht Urlaub, aber wegfliegen will. Und ich nicht weiß, ob ich wiederkomme. Ich habe keinen Ausreiseantrag oder so, stelle ich. Aber ich weiß halt nicht, ja, ob ich... Ja, aber wenn du das halt...
Wenn du das halt so sagst, klingt das halt schon so, als ob du ausreisen wollen willst, weißt? Also das verstehe ich schon, dass sie da kurz ein bisschen, naja, das so auffasst. Also hättest du das so zu mir gesagt, hätte ich auch gedacht, du willst ausreisen. Ich habe ihr aber gesagt, dass ich erstmal einen Kopf freikriegen muss und darüber nachdenken muss, ob ich Ja, in diese Stadt ja. zurückkommen kann, wenn ich, weiß, ich war. Ja, nee, 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 ich verstehe schon, was du meinst, ne? Aber ja, es ist Ich halt. begegne sie halt auch dann immer wieder, verstehst du? Und ich weiß nicht, ob ich meine Gefühle bis dahin Ja, in den Griff ja. kriege, weißt du? Ja, Und das macht mich halt auf Dauer ja. Ja, ich irgendwann verstehe schon, fertig. dass das. Ja, klar, verstehe ich, dass das schwierig ist, ne? Wenn man halt Ja. trotzdem die Person noch in der Stadt hat und so. Aber ey, mach dir erstmal einen freien Kopf, ja? Mach eine Woche Urlaub oder so, ja? Ja. Lass das mal ein bisschen sacken, ne? Aber ja, ne, wie gesagt, wenn du da sowas sagst mit, du weißt nicht, ob du zurückkommst, ne, das ist halt schwierig, ne, das hätte ich Ja, auch das weiß ich vielleicht aber tatsächlich fehlinterpretiert. nicht. Ja, ja ey, lass mal sacken. Ich glaube dir, ich kann das voll verstehen, dass das echt mal erst ein harter Schlag ist. Ja. Aber nimm dir einfach jetzt mal Zeit für dich, lass das einfach mal durch den Kopf gehen. Und wie gesagt, du hast hier so viele Menschen, die dich einfach gern haben. Ja, also na, da würde ich nicht zu viel drüber nachdenken. Oh. Achso. Ja. Gibt mehr als wie genug Leute, die dich dann vermissen würden, weißt du? Na, ich auf jeden Fall. Klaas wird dich bestimmt auch vermissen. Jose wird dich auch vermissen. Ich bin mir sicher, da gibt es noch Ja. einige mehr. Oh. Oh, Ja, wir haben dich alle gern. Na? ich glaube, heute geht auch kein Flieger mehr. Wenn, dann werde ich das, wenn dann morgen machen und ich muss mich auch von den Leuten verabschieden. Ja. Ja, wie gesagt, mach mal einfach Urlaub, ja. Lass einfach mal ein bisschen sacken, ja. Ich kann verstehen, dass das jetzt echt ein herber Schlag ist, ja. Aber, ne, komm auf jeden Fall wieder, Okay. ja. Ja, Okay, okay. danke dir, Check von Anruf, gell? Ey, alles gut, kein Problem, ne? Ich bin immer für dich da. Okay, Check, danke dir. Ciao, Alles klar, gell? kein Problem. Alles Gute, Ronny, ne? Ciao. Ach, Check Ehrenmann. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Worum kam es dazu? Jedenfalls, der Typ hat, wie gesagt, ihr die Wahl gelassen. Entweder sie verrät Ricky und lockt sie zum Leuchtturm, das hat er zu ihr erzählt, und er erschießt sie dort. Und das wollte Luna nicht. Und als zweites war halt die Möglichkeit, oder dass er halt die Telefonnummer kriegt. Und ansonsten würde sie wohl auf der Liste stehen oder sowas. Mein Kopf ist matsch, gell? Irgend sowas hat sie, glaube ich, gesagt. Also letztendlich lief es darauf hinaus, dass ich sie praktisch erst dahin geführt habe und dadurch sie von der Russenmafia aufs Korn genommen wurde und jetzt unter Beobachtung extrem steht. Der hat mir das gestern ganz anders erzählt oder vorgestern, ja. Also da hat er ja gemeint, nee, ihr braucht keine Angst haben, ist alles okay, ich habe mit den Russen geredet, wir wollen halt nur ein paar Infos über Ricky. So, aber, und deswegen wäre ich ja gerne gestern dabei gewesen. Deswegen wollte ich ja unbedingt mit hin, damit ich höre, was er sagt zu ihr und so. Und dann hätte ich immer noch reinwerfen können, okay, du hast ja das und das erzählt, wie ist es damit und so. Vielleicht hat er es auch vergessen, ihr zu sagen. Aber das wäre halt so wichtig gewesen. Und das ist halt scheiße abgelaufen, ja. Der Tag gestern war richtig scheiße abgelaufen. Und jetzt verstehe ich ihre Intention auch, warum sie so denkt und warum sie. Klar, sie hat noch ein paar andere Gründe aufgeführt. Sie mag nicht Geschenke kriegen. Das Auto, was ich ihr geschenkt habe, wobei ich gesagt habe, das kann sie abbezahlen, egal. Aber dann jetzt hat sie die Lampen angeführt, weil ich die gekauft habe. Ich glaube, ihr Charakter ist halt so ausgelegt. Sie will halt null Geschenke, nichts. Und ich habe halt trotzdem immer wieder weitergemacht. Und dann der Herbstschlag war ja, wo sie dann gesagt hat, du bist schon so, wie der Kai früher mal war, wie es angefangen hat. So fängst du jetzt an. Und das war halt ein Nackenschlag, aber eine richtige Schelle war das. Und ich weiß nicht, ob ich mich mit Kai vergleichen lassen will. Vom Charakter her ist Kai doch ganz anders als ich. Ja, ich mache Geschenke, aber sie ist ja auch meine Freundin. Ich habe ja nicht irgendwas geschenkt, wo wir noch nicht zusammen waren. Kai macht ja jeden Geschenke oder jeder Frau Geschenke. Ich weiß nicht, das ist der Vergleich, der hat mich tief, tief getroffen. Weil gerade Kai, sie vergleicht mich mit Kai. Das war herb. Aber ich kann sie verstehen, diese Reaktion.
kann ich nachvollziehen. Und es war letztendlich, sie hat ja gesagt, sie gibt ihnen eine zweite Chance. Ich hatte meine zweite Chance. Jetzt habe ich wieder anscheinend Scheiße gebaut, wobei ich immer noch nicht davon überzeugt bin, letztendlich. Aber es ist ihre Ansicht, also Lunas Ansicht. Und das muss halt Bommel akzeptieren. Ja, und dann ist es okay. Und warum ich das gesagt habe mit dem Flughafen, das ist halt so ein Drop gewesen, wo ich sage, ich brauche wahrscheinlich jetzt auch meine RP-Pause. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen wieder in den normalen Trott reingehen. Das kann ich nicht mit Bommel machen, weil dafür ist Bommel viel zu emotional. Und ich will jetzt nicht wirklich dann 5-6 Stunden im nächsten Stream irgendwie irgendwo rumhängen. Weiß ich nicht. Da habe ich keinen Bock zu. Ich muss irgendwann wieder ins RP reinkommen, ganz normal. Und dann halt sagen, okay, ich war jetzt ein paar Tage weg. Ich habe vielleicht ein bisschen Kopf freigekriegt. Und jetzt kann es wieder neu starten irgendwie. Das ist, glaube ich, die einzigste Option, die ich habe. Und dies mit dem Flughafen. Ich werde nicht ausreisen, das weiß ich. Ich will mit Bommel schon weiter RP machen. Aber es braucht halt diese Pause, glaube ich. Nee, Mienchen, ich lasse dich nicht allein, keine Angst. Aber ich möchte halt wirklich so eine kleine Pause. Ich weiß nicht, wie lang, ob es wirklich jetzt eine Woche wird oder so. Vielleicht bis Weihnachten oder nach Weihnachten. Oder ob ich vielleicht vorher schon mal reingehe oder ob ich jetzt noch warte und dann erst in Urlaub fliege, wenn ich vielleicht... Das wäre auch eine Idee. Dass ich sage, ich bleibe jetzt noch drei Tage vielleicht hier, so bis Mittwoch, Donnerstag oder so, und schau mal, wie das dann abläuft mit Luna, wie Bommel sich da verhalten würde. Und wenn Bommel dann immer noch extreme oder, ich sag mal, größere Probleme hat mit seinen Emotionen Luna gegenüber, dann würde ich ihn vielleicht zum Flughafen schicken und dann erstmal in Urlaub fliegen. Weil dann habe ich jetzt noch ein paar Tage, die ich RP machen könnte. Aber das wären halt schwierige RP-Tage, mit so einem geknickten Bommel rumzulaufen. Ich möchte das schon ausspielen, ja, weil Bommel ist ja wirklich so ein Kerl, ein gestandener Mann, ja, aber er außen hart und innen weich, sag ich mal, ja. Also er ist schon sehr verletzlich in der Beziehung. Und es war nun mal seine Traumfrau, die er jetzt verloren hat. Und das kannst du nicht von heute auf... Ich wollte ihren Heiratsantrag machen. Das war ja eigentlich der Plan mal, ja, dass ich ihr zum 24. Heiratsantrag mache. Und das ist jetzt alles weg innerhalb von ein paar Tagen. Gut, das geht natürlich auf der Insel schnell, davon abgesehen, ja, aber Bommel hat genügend Leute, die ihn ablenken und ihn nicht drauf ansprechen. Ja. Ja. Das stimmt schon, ja, klar. Ja. Es ist halt. Was mit Mienchen? Schau doch mal, Mienchen. Die kann mich ablenken, meinst du? Ja, Mienchen ist aber ein ganz anderer Charakter, gell? Und ich weiß nicht, wie tief die Beziehung zwischen dir und Don war. Ja. Ob das dein Traumtyp war, mit dem du hättest dein Leben verbringen wollen. Das war ja bei Bommel so. Und für Bommel ist es eigentlich erst die zweite lange Beziehung gewesen. Weil, ich sag mal, den einen One-Night-Stand, den er in seiner Vergangenheit hatte, den lassen wir, klammern wir mal aus. Aber ansonsten war er halt lange mit der ersten zusammen, ist dann abgehauen aus Deutschland und jetzt halt Luna. Und das war so ein Kick. Er hat sie ja nicht gesucht. Sie hat ihn gefunden. Sie hat ihn einfach gefunden. Okay. Ja, okay. Okay. Mienchen hat das aber nie erzählt, ja? Ja gut, Mienchen erzählt wenig darüber. Sie hat zwar sich über ihn ausgelassen dann, also sie. Aber Mienchen hat das nie so erzählt, dass es ihre große Liebe war und alles, gell?
Das wusste ich gar nicht. Aber vielleicht heulen wir uns ja mal gegenseitig aus. Dass wir mal alles rauslassen. Das kann schon mal sein. Wer weiß, was noch kommt. Aber stille Wasser sind tief, ja. Ja, Minchen macht ja, hat ja eigentlich einen starken Charakter, gell? Sie ist ja vom Charakter sehr gefestigt und stark, gell? Wie sie auftritt, wie sie mit den Leuten redet und so, gell? Und dass sie verletzbar ist, hat sie ja gezeigt, klar, weil sonst hätte sie nicht so reagiert an Bahamamas und so und wie du über den Don geredet hast, gell? Da hat man schon gemerkt, dass es dir nahe ging, aber das war eher schon in die Richtung dieses Aggressive, ja? Du hast nicht den weichen Kern gezeigt. Den hast du noch nie gezeigt, glaube ich. Wie Minchen vielleicht innerlich wirklich aussieht. Den hat Bommel noch nicht kennengelernt, diesen weichen Kern. Dass sie auch über ihre richtigen tiefsitzenden Probleme dann redet, ja. Das mache ich eigentlich auch bei niemandem, außer beim Klaas habe ich es mal gemacht, ja. Oder jetzt das zweite Mal, ja. Aber so jemand muss erst mal an der Seite haben, den du sowas erzählen kannst, gell, wo du dich öffnen kannst. Das ist ja nicht so einfach immer. Das ist. Tja. Ja. Aber ich will es halt mit Bommel richtig ausspielen, ja. Ich habe halt, Bommel ist so ein Typ, der tut das nicht von heute auf morgen vergessen. Vor allen Dingen, er hat ja nicht Schluss gemacht. Er hängt ja immer noch an Luna. Er liebt sie ja noch, sonst hätte er die ganze Scheiße gar nicht gemacht. Er liebt sie halt immer noch. Aber er ist halt, ihm ist halt bewusst, er muss jetzt loslassen, klar. Weil sie ist eine eigenständige Frau und Bommel wird ihr nicht hinterher dackeln. Das macht er nicht. Aber es tut ihnen halt weh. Und das muss ich ja auch spielen. Ja, ich kann das so nicht nach einer Stunde sagen, ach komm, scheiß drauf. Gehen wir zur anderen. Gehen wir zur nächsten oder machen wir irgendwas anderes, irgendwas Lustiges. Bommel ist ja ein lustiger Mensch eigentlich. Ja, das ist ja das. Deswegen muss ich das jetzt so spielen. Das ist halt schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt wirklich schwierig. Aber es ist cool. Ich glaube, es war ein cooles Gespräch auch mit ihr. Es war wirklich ein cooles Gespräch. Wir haben uns gegenseitig zugehört, wir haben uns nicht irgendwas vorgeworfen. Es war eigentlich so, muss es eigentlich ablaufen, ja, wenn man auseinandergeht, dass man einfach Argumente bringt, die der andere verstehen kann und jeder zuhört und dann sagt, okay, dann trennen wir uns halt, ja. Auch wenn der eine ein gebrochenes Herz hat und die andere eben nicht. Wobei ich glaube, ihr tut's auch weh, aber halt nicht so wie ein Bommel, glaube ich. Ich glaube, der Gebrochenere ist hier Bommel in der Runde. Und die Musik, die kickt halt so rein, ja. Es ist halt unfassbar. Dieses Piano, oh. Ah, ich liebe sowas, wenn du so eine schöne Hintergrundmusik dann laufen hast, ja. Ich mag sowas halt, ja. Ist doch schade, dass es dann im VOD halt nicht mehr drin ist, gell? Ja. Das habe ich auch tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, mit dem Bommel gemeinsam, gell? Dass ich halt so emotional bin dann noch, ja. Deswegen fällt mir das sowas schwer zu spielen, ja. Weil man denkt dann, okay, ich bringe jetzt meine richtigen eigenen Emotionen da rein und da musst du dann halt aufpassen, ja, sonst wird's zu cringe. Aber ich glaube, umso besser können das dann auch die Leute verfolgen, die dann mal irgendwann zuschauen oder das Video die gucken oder so, gell? Als wenn das jetzt einfach runtergeleiert wird oder so. Okay. Jetzt überlege ich mir noch, wo ich schlafe. Ich könnte im Auto schlafen, ich könnte in meinen Laden schlafen.
Ich könnte wieder am Strand fahren, aber da will ich nicht hin. Nee, da fährt Bommel nicht mehr hin. Weil das war der Strand vom ersten Date. Da fährt er safe nicht mehr hin. Wenn, dann nur mit ihr. Aber nie alleine. Da fährt er nicht mehr alleine hin. Das ist jetzt vorbei. Ich kann nicht bei Danny mitschlafen, weil Danny wohnt mit Josef zusammen und Ricky. Da werde ich safe nicht mehr schlafen. Obwohl ich da, glaube ich, sogar noch Schlüssel habe, aber... Oder habe ich den zurückgegeben? Ich weiß gar nicht. Habe ich den zurückgegeben? Nee, ich habe gar keinen Hausschlüssel mehr. Okay, dann habe ich den schon zurückgegeben. Also... Ich werde ja aber auf jeden Fall jetzt noch mal eine SMS schreiben, dass ich mich entschieden habe, bis Mittwoch, warte mal, wieder mal Montag, Dienstag, Mittwoch, machen wir mal Donnerstag, dass ich bis Donnerstag hier bleibe. Donnerstag, Freitag, Samstag könnte ich dann RP spielen, mache ich dann nicht, dann gucke ich halt woanders mal zu und würde einfach sagen, ich bin dann eine Woche weg. Oder ein paar Tage halt, sind dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, ja. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich glaube, das mache ich. Okay. Grüß dich, Lars. Na, du? Ja. Geht's dir? Was soll ich sagen? Beschissen geht's mir. Beschissen, wa? Ja. Ist vorbei, ist Ende, ist aus. Wir haben die Wohnung gekündigt. Ja, ich habe mir gerade erzählt, ich habe sie. Okay. Hat hier getroffen, zufällig, ja, ja. Wie warst du drauf? An der Tankstelle. Ah, auch nicht so gut. Sie okay. meint, es hat ihr schon wehgetan. Aber sie meint, da gehen ihre persönlichen Interessen jetzt irgendwie doch vor. Ja. Sie meinte, ja, ja. du hattest irgendwie erzählt, du würdest in Urlaub fahren oder sowas, aber oder beziehungsweise Jack hättest du erzählt, du willst in Urlaub fahren, aber ihr hättest erzählt, du willst vielleicht auswandern oder sowas. Stimmt das? Also ich sag mal so, ich habe ihr gesagt, ich würde keinen Ausreiseantrag stellen, dass ich für immer weg bin von der Insel, aber ich wäre auf jeden Fall, ich wäre auf jeden Fall in irgendwie wegfliegen. Ich weiß nicht, wie lange und ich weiß auch nicht, ob ich wiederkomme. Es kann sein, dass ich wiederkomme, kann aber auch sein, dass ich nicht wiederkomme. Weil ich habe ihr halt erklärt, meine Gefühle sind halt nicht weg. Verstehst du? Die sind noch genauso wie vorher. Auch wenn sie jetzt Schluss gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, wenn ich sie dann tagtäglich irgendwo treffe und mit ihr rede oder so, weißt du? Was es in mir auslöst, ob ich mich dadurch kaputt mache oder so. Und deswegen muss ich meinen Kopf und mein Herz erstmal irgendwie reinigen, gerade kriegen oder was auch immer. Das kann ich nachvollziehen. Und das kann ich nachvollziehen. Ich weiß ja nicht, man Auszeit muss. Ich weiß ja nicht, wie lange sowas dauert, wie das bei ihr wird, oder wie das bei mir wird, wie lange das dauert. Weil sie war halt schon meine große Liebe, verstehst du? Und das geht halt nicht von heute auf morgen weg bei mir. Ich bin da halt ein emotionaler Mensch. Und ja, ich kenne das. Aber auch ich habe gelernt, irgendwann heilt die Zeit halt alle Wunden. Also darauf kannst du dich Gott sei Dank verlassen. Weißt du, die Sache ist halt, viel Zeit, ne? Sie hat halt, sie möchte halt, dass wir Freunde bleiben. Und sie sieht mich auch als guten Freund immer noch an, ja. Und sie verbringt halt immer noch, oder würde gerne noch Zeit mit mir verbringen. Halt nicht mehr so wie früher, aber und das ist eben der Punkt, weißt du, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne, aber es ist halt scheiße, wenn ich für sie Gefühle noch habe und sie halt nicht. Ja, die gehen ja, das kommt ja immer wieder hoch, wenn man richtig, sie sieht, ne, oder richtig. Du sie siehst. Und du weißt selber, wie klein die Stadt hier ist, gell? Wie oft man sich begegnet am Tag. Und wenn ich in Windy komme oder irgendwas, wenn ich mal einen Unfall habe oder irgendwas passiert und sie ist dann da und ich sehe sie ja dann nicht als Ärztin, ich sehe sie immer noch als meine Luna, verstehst du? Und das muss ich halt irgendwie in den Griff kriegen. Und wenn ich das schaffe, dann
kann ich auch wieder auf die Insel kommen. Und das weiß ich eben nicht, ob ich das schaffe. Du würdest mir fehlen. Ich glaube, du würdest einer Menge Leute fehlen, wenn du nicht mehr wiederkämst. Halt nicht nur Luna, sind halt auch andere Leute, die dich mögen, verstehst du? Die das, glaube ich, sehr schade finden würden, wenn du nicht mehr wiederkämst. Das ist sehr nett von dir, Klaas. Ja, das ist doch so. Komm, ich bin doch nicht umsonst dein Freund. Also, guck mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? So, diesen blöden Zufall da im Bus irgendwie und Ja. dieses bei diesem Rennen da. Ne? So haben wir irgendwie zusammengefunden. Und irgendwie, Ja. ich glaube, ganz vielen anderen Menschen geht das auch. Du bist die gute Seele von der Tankstelle halt einfach gewesen. Oder bist du eigentlich immer noch? Ne? Und ich glaube, viele vermissen dich auch jetzt schon. So. Also hier ist heute relativ viel los und ich glaube, viele denken, da stehen immer vor der Bude rum, gucken sich um. Keiner ist da. Also es, natürlich geht es auch um Hunger, aber ich glaube, ich meine, ne, du bist halt auch, du bist halt der Laden gewesen. Ich Ja. glaube, wenn das jemand anders machen würde, dann wären die Leute nicht da, weil du bist der Laden. Siehst du, was ich meine? Ja. Die Leute kommen auch wegen dir, weil sie sich unterhalten fühlen, weil sie sich bei dir wohlfühlen, weil du nett zu den Leuten bist, auch mal einen lustigen Spruch machst und so, ne? Weil du mal für gute Stimmung gesorgt hast. Das wird, glaube ich, vielen würde das fehlen. Ja. Also das macht dich ja auch aus. Es ist ja nicht nur Luna, die dich ausmacht. Klar, das fühlt sich jetzt momentan so an für dich, dass du so leer bist, weil dir das so fehlt. Aber es gibt ja auch noch dich in dir. Weißt du, Ja. was ich meine? Ich weiß schon, ja. Und ich finde das schade, wenn du das aufgeben würdest. Also ich kann es verstehen, wenn du sagst, du brauchst erstmal Urlaub, brauchst erstmal Abstand, was ich 2 Wochen oder keine Ahnung, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Um da einfach mal einen Kopf frei zu kriegen, mal was anderes zu sehen. Ich Ja, wäre, so. ich Und, wäre, aber ich, mich würde mich sehr, ja. sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich dich hier irgendwann mal wieder an der Tankstelle stehen sehen würde. Ich habe geguckt, Würde dich vermissen, mein ehrlich. Flieger, wenn ich fliegen will, der geht frühestens am Donnerstag. Also ich würde oder müsste bis Donnerstag noch hier bleiben. Ja. Und am Donnerstagabend geht mein Flieger. Also, Mach für dich, was du für richtig hältst. Ich, wie gesagt, ich will dir da jetzt auch irgendwie nirgendwo ja. reinreden. Ich Ja, wollte dir ja. nur, bewusst machen, dass deine Existenz hier in dieser Stadt, der Tankstelle oder wo auch immer du vielleicht Ja. irgendwo deine Zelte neu aufschlagen möchtest, dass das nicht alles auch abhängig von Luna ist, sondern dass das halt auch von Ja. anderen Menschen, glaube ich, also von dir, dass du hier eine Institution bist, weißt du? Jeder kennt dich. Alle sagen, fahr doch zu Ronny. Bei Ronny gibt es die Rouladen, da gibt es die besten Mettbrötchen. Es ist ja so, die Leute lieben dich, lieben dein Essen. Und du wirst, wenn du nicht mehr wiederkämst, würde das hier einfach ein großes Loch hinterlassen, glaube ich. Aber wie gesagt, ist deine Entscheidung. Wenn du sagst, du kannst es nicht, dann kann Ja. ich das auch nachvollziehen. Wenn du sagst, du musst einfach woanders wieder neu anfangen, kann ich das auch verstehen. Dich da jetzt auch nicht so unter Druck setzen, was das angeht. Ich wollte dir nur Ja, bewusst machen, ja. Hey, klar, es ist was echt du nett, was du vielen Menschen erzählst auch und bedeutest. sagst. Das bedeutet mir wirklich viel. Ist schön, wenn man so einen Freund hat. Gerne. Dich werde ich besonders vermissen. Es wird. Ja, Aber kümmere dich erstmal um dich. wir können ja trotzdem in Kontakt bleiben per Telefon. Ja, Mal ab auf und jeden zu mal Fall, klar, sicher. telefonieren. Ja, Und definitiv. Und dann kannst du mir ja berichten, wie es dir geht. Und ja. Nun doch du, bin ich wer ja weiß, da. manchmal spielt das Schicksal so merkwürdige Kapriolen, ne? Hm. Ja, dann geht das plötzlich schneller, als man denkt, und plötzlich steht da irgendwer anders und du denkst, so, boah, was kann doch gar nicht sein. Und naja. Ja, wie gesagt, ich bin bis Donnerstag ja eh noch da und wäre Ja, cool. ja, ja, ja. Ja. Wäre cool, wenn wir nochmal eintrinken gehen würden. Vorher. Und wäre cool, Irgendwie.
Wenn du mich vielleicht auch dann zum Flughafen fahren kannst. Ja. Ich sag dir dann, wann der Flieger genau geht. Und ja, dann trink mal vorher nochmal ein. Und vielleicht ist auch Josef da. Dann machen wir das. Und vielleicht Danny. So meine engsten Freunde. Vielleicht auch Minchen. Vielleicht auch Luna. Aber ich weiß nicht, ob sie da. Nicht, oder? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sehe ich sie ja dann nicht wieder. Ja gut, das ja. Ja. Aber sind nur noch ein paar Tage. Also ich kann das nachvollziehen. Was du genau das, was du sagst, ne? Diese Angst zu haben, sie immer wieder zu sehen und so. Und das ist jetzt sehr frisch, weißt du. Und ich hab damit bis gestern ja nicht gerechnet, verstehst du? Das kam für mich so unerwartet. Ich habe das heute erst mitbekommen mit ihrer SMS, die sie mir geschrieben hat, und dass sie halt in Wien den Status geändert hat auf Single. Und da ist für mich einfach ein Kartenhaus zusammengebrochen. Weißt du? Weil ich das nie erwartet habe. Weil ich war mir eigentlich bis zu den Gesprächsformen mit Luna, war ich mir wirklich keiner Schuld bewusst. Aber es ist halt anders gewesen. Und das wusste ich halt nicht, aber ich wollte halt nur das Beste für sie. Aber das Beste war halt nicht ausreichend. Es war halt das Falsche, was ich gemacht habe, wieder mal. Und sie hat zu mir gesagt, ich hätte mich auch in den letzten Tagen extrem verändert. Sie hat gesagt, ich wäre jetzt, wie Kai damals zu ihr war. Und das hat mir... Wurde auch erzählt. Das hat mir einen Rest gegeben, verstehst du? Ich sehe mich nicht wie Kai. Ich bin nicht so ein Typ, der irgendwelche Frauen aufgabelt, die vom Flughafen kommt oder so. Ja, ich habe ihr Geschenke gemacht. Aber sie war ja meine Freundin. Und ich wollte ihr eben was Gutes tun, verstehst du? Und ja, ich glaube, sie hätte sich das, da eingeschränkt gefühlt ich hätte, in ihrer Eigenständigkeit ich hätte, oder sowas. Ja, aber ich hätte das nie so. Für jemand anders gemacht, verstehst du? Nie. Für keinen Mensch der Welt hätte ich das getan, was ich für Luna getan habe. Und trotzdem war es falsch. Ja. Aber okay. Jetzt muss ich halt damit leben. Tut mir sehr, sehr leid. Wirklich. Es muss dir nicht leid tun. Du kannst ja nichts dafür. Ist alles meine Schuld. Es ist schwer für mich, dich so trauern zu sehen. Weißt du? Naja. Also zu hören. Ich kann das nachvollziehen. Ja, Klaas. Ich muss jetzt gucken, wo ich jetzt schlafe. Schmerz auch spüren. Ich brauche jetzt irgendwie eine. Vielleicht schlafe ich im Laden oder im Auto, keine Ahnung. Zu den Strand kann ich nicht mehr hochfahren. Hast du dein Büro nicht noch? Nee, das habe ich auch nicht mehr. Ist egal. Oder ich fahre zum Pier und schlafe da. Irgendwo. Ja, irgendwo ansonsten in der Nähe vom Pier ist irgendwie auch ein Motel, da kriegst du auch für 150 ein Zimmer. Besser als nichts. Oder da irgendwo. Ich kann sowieso nicht gut schlafen jetzt. Nacht. Okay, Klaas, ich danke dir für deinen Anruf, ja. Das hat mir gut getan. Wir hören und sehen auf jeden Fall uns noch vor Donnerstag, definitiv. Okay. Ja, Quatsch nochmal. Hab dich lieb, gerne, Bruder. So. Ich dich hab auch. Dich echt lieb. Mach's echt gut, guter. Ja. Ja, mach's gut. Mach's gut, Klaas. Probier zu schlafen. Na, bis denn. Ciao. Tschüss. Boah. Das Gespräch hat ja richtig reingekickt, Alter. Boah. Klaas, Junge. Boah. Das geht mir selber nah, gell? Ich weiß nicht, ob man das hört, gell, aber wow. Okay, Plan steht. Ich,
ich tue einen Donnerstag zum Flughafen mich bringen lassen, verabschiede mich von allen. Das wird nochmal richtig assi. Und dann mache ich mindestens bis nach Weihnachten, bleibe ich weg. Ja, München. Vielleicht auch München. Natürlich. Ja, ich gehe davon aus, dass du dann da auch ankommst, oder? Das wäre ich ja enttäuscht. Oh. Boah, das war jetzt so richtig krass. Das ist halt RP. Boah, nee, du. Ich hoffe, es kam richtig gut rüber. Aber auf jeden Fall. Okay. So, bloß keinen Unfall bauen. Oh, ich hab's gejinxt. Ihr Auto steht da. Ihr Auto steht da. Hier auf dem Teppich. So, Freunde, es war jetzt kein langer Stream heute. Ich habe einmal, glaube ich, irgendwie 40 Minuten gestreamt und einmal eine Stunde 40 jetzt. Aber es war halt extrem schönes RP jetzt. Gerade diese zwei Gespräche oder auch mit Jack, es war halt super geil. Aber ich muss jetzt raus. Ich kann nicht mehr. Das war jetzt, boah, nee, du. Das war krass. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, ich gehe jetzt oft klar. Ich kann nicht mehr, Pichi. Ehrlich, ich bin gebrochen. Du kannst gerne arbeiten. Ist alles da. Darfst loslegen. Aber Bommel ist heute raus. Boah, was für Emotionen waren das denn? Junge, ich bin groggy. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde morgen wieder da sein. Ich werde natürlich jetzt nicht die 3 Tage, wo ich jetzt noch hier bin, oder 4 Tage, 6-7 Stunden streamen, ja, oder 8. Ah, Magen-Darm hast du. Okay. Ja, gute Besserung. Ups, Entschuldigung. Okay. Ja, und
Da wäre ich vielleicht mal so 3 Stunden oder so Stream am Tag, mal gucken. Primetime, mal um 8 reingehen bis um 11 oder so, aber ich will jetzt nicht durchballern wie die letzten Tage oder letzten Wochen. Und mal gucken, was so passiert in den drei Stunden am Tag. Und am Donnerstagabend lasse ich mich halt zum Flughafen fahren und mache einen Urlaubsflieger. Und ich glaube, das passt ganz gut. Und ich guck mal, ob wir noch irgendwo hin raiden können. Könnte man hingehen. Habt ihr einen Vorschlag? Dann könnten wir mal raiden. Puschelmonster. Ja, wir gehen einfach zu Vivian. Ich glaube, das ist ganz gut. Die hat mich auch schon öfters geradet. Dann können wir uns mal revanchieren. Lasst schöne Grüße drüben bei der Vivian. Vom Bommel, vom geknickten Bommel. Und das war Puschelmonster. Da haben wir sie. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War richtig gut. Und wir sehen uns morgen wieder, ja? Habt eine gute Nacht, schlaft gut. Viel Spaß bei Puschelmonster.